Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Dr. Gertraud Flügel. Das ist der Kanal Pro Sancta Ecclesia. Die Heilige Messe, geschaut von Bruder Kostka. Weiter gehen wir im Kanon der Heiligen Messe. Wir beginnen mit dem Kanon, das heißt die Zeit von der Präfation bis zur Wandlung. In dieser Zeit ereignet sich der Kreuzweg Christi. Also Bruder Kostka schaut während dieser Zeit, während dieser Gebete, die Stationen auf dem Kreuzweg Christi. Und wir wollen ihm hier folgen. Es geht also von der Präfation an, nach dem Todesurteil, wo er das Kreuz auf sich nimmt, bis zur Wandlung unmittelbar davor. Und Bruder Kostka sieht in diesem Moment das allerletzte, die Momente, die Augenblicke Jesu am Kreuz, wo er stirbt. Also mit den Worten beschrieben im Evangelium, und er gab seinen Geist auf bis dorthin. Bruder Kostka erlebt praktisch den Kreuzweg. Den Weg vom Prätorium, wo er durch Pilatus den Händen seiner Feinde überliefert wurde, bis zu seinem Tod am Kreuz, zu seinem letzten Atemzug, sagen wir so. Der Tod als solcher ist dann bei der Wandlung. Und bis vor die Wandlung sind die letzten Augenblicke bis zum letzten Atemzug. Und Bruder Kostka hat diesen Weg vom Prätorium, den Kreuzweg bis zum Kalvarienberg, er hat das gar nicht so ausführlich beschrieben, weil er überzeugt war, die Kreuzwegstationen zeigen uns ohnehin das, was geschehen ist, und dass diese Schmerzensbilder eine eindringliche Sprache sprechen. Er selber ist jeden Tag den Kreuzweg gegangen, und zwar sogar zweimal. Morgens um 4 Uhr nach seiner Anbetung vor dem Tabernakel und dann gegen 9 Uhr Vormittag während der Arbeitspause. Also zweimal täglich ist er den Kreuzweg gegangen. Das ist jetzt für uns nicht unbedingt nachzuahmen, es ist wahrscheinlich gar nicht möglich, aber er hatte diese besondere, spezielle Berufung, und das möchte ich Ihnen hier nur erzählen. Also nicht Sie jetzt auffordern, alles so zu machen, wie er es getan hat. Das ist für uns kaum durchführbar. Und wie es ja auch heißt, die Heiligen, wir sollen die Heiligen nicht nachahmen, also ihnen schon nacheifern, aber nicht jetzt eins zu eins umsetzen und das auch so machen. Bruder Kostka, ich möchte Ihnen ein paar Sachen vorlesen und sagen, wie er das erlebt hat. Nämlich jetzt sehen wir auch, wie es dazu kam, dass er diese Schauungen hatte. Er sagt dann nämlich bei einem Anlass über den Kreuzweg, wie er ihn gebetet hat. Er hat ihn schon gebetet, bevor er diese Schauungen hatte. Und durch dieses sein inniges Beten des Kreuzwegs kamen diese Schauungen, nämlich wurden sie ihm geschenkt. Da sagt er, in heißem Flehen habe ich oft bei jeder Station um die Anteilnahme am Leiden Jesu gebetet. Und mit diesen Worten: O Maria, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Und dieses innige, flehentliche, heiße Gebet bei jeder Station mehrmals, das hat ihm diese Gnadengaben beschert. Ich habe oft, also mehrmals, ich weiß nicht, bei jeder Station hat er halt gebetet. Das ist ja dieses Stoßgebet, das man zu jeder Station hinzufügen kann. O Maria, drück die Wunden, die dein Sohn für mich empfunden, tief in meine Seele ein. Und Gott hat mich erhört, so ist seine Ausdrucksweise. Also er hat dieses Gebet innig bei jeder Station gesprochen und wurde wirklich erhört. Er hat also wirklich gemeint, was er da gesagt hat. Drück die Wunden, Jesu, tief in meine Seele ein. Nun darf ich die Leiden Jesu sehen und mitempfinden. Also es war eine buchstäbliche Gebetserhörung. Bruder Kostka hat wirklich diese Sehnsucht gehabt. Meistens ist es ja so, dass wir so gedankenlos daher sagen und daher plappern und gar nicht einmal in Gedanken dabei sind bei dem, was wir sagen. Und bei ihm war das ganz anders. Und so, es war ein echtes Flehen, ein inniges Bitten und eine Erhörung.
In geistiger Schau, sagt er weiter, wird mir klar, wie die mitleidende Seele den Wundschmerz gleichsam lindert, das Fieber kühlt. Also den Wundschmerz Jesu, er war ja eine einzige Wunde und daraus kam ein Fieber, Schmerzen durch die Wunden und ein Fieber, Wundfieber. Und das hat Bruder Kostka richtig erlebt, wie er dieses Leiden Jesu gelindert hat durch seine Begleitung. Und dann sagt er ganz interessante Worte, die uns sofort an Luisa Picarite erinnern müssten, an diese Gemeinschaft, nicht bloß irgendein Gedächtnis, ein mitleidsvolles Jahrhunderte oder Jahrtausende später, sondern ein wirkliches Begleiten und Mitleiden und ein Lindern Jesu, also eine Art Gegenwärtigsein geistigerweise bei seinem Kreuzesleiden. Bruder Kostka drückt sich das so aus. Ich weiß nicht, ob ich mich recht ausdrücke, aber es kommt mir vor, als ob diese Teilnahme am Leiden, also eine echte Teilnahme durch seine Bußübungen und so weiter, die Teilnahme am Leiden, die Aufnahme des Blutes Christi, eine Art Kommunion ist. Er hat also eine Art Kommunion erlebt. Und das ist meines Erachtens ein Hinweis darauf, dass er es im göttlichen Willen erfahren hat. Das bedeutet, es war nicht nur in seinen Gedanken, in seinen Vorstellungen, sondern er hat das erlebt, dass Jesus mit ihm wirklich seine Leiden teilt, dass er mitleidet, mitträgt und daher auch die Leiden Jesu lindern kann. Es war eine real erfahrene, wirkliche Leidensgemeinschaft. Und so etwas ist ein, meines Erachtens eben wirklich ein Hinweis darauf, dass es sich um die Gabe des Lebens im göttlichen Willen handelt. Das bleibt nicht nur im menschlichen Verstand eingeschränkt, das Mitgehen und Mitbeten, sondern es verbindet sich und verschmilzt mit dem Beten und Leiden und Opfern und Sühnen unseres Herrn Jesus Christus selber. Es ist eine real erfahrene Gebetsgemeinschaft, Leidensgemeinschaft, Sühne und Wiederherstellung. Also Bruder Kostka war da hineingenommen, buchstäblich und wirklich und real hineingenommen. Und er sagt so, jedes Tröpflein, also vom Blut Christi, labt und erquickt die leidende Seele, also seine Seele, in ihrem Durst nach Rettung der Seelen. Also er hat Jesus erquickt und gestärkt und seine Leiden gelindert und umgekehrt, hat das kostbare Blut Jesu, jeder Tropfen, hat seine Seele auch gestärkt und seine Leiden gelindert. Er dürstete nach Rettung der Seelen. So ist das eine Gemeinschaft, eine wirkliche, reale Gemeinschaft, wo sie sich gegenseitig stärken und aufrichten, ermutigen, trösten und mit ihren Leiden gegenseitig helfen. Also Jesus verherrlicht den Vater, er rettet die Seelen. Und Bruder Kostka bekommt durch Jesus auch Stärkung, um mitzuwirken an der Rettung der Seelen. Das ist wirklich interessant, das ist bemerkenswert, weil wir da etwas mehr verstehen können, was es heißt, im göttlichen Willen zu leben. Es ist eben nicht bloß eine Andacht, es ist ein wirkliches Zusammenwirken, ein Verschmelzen miteinander, ein einziges Leben. Es ist das Leben Jesu, das Leben des Erlösers, das göttliche Leben, das Werk der Schöpfung, das Werk der Erlösung und das Werk der Heiligung eigentlich zusammenfasst. Und da ist das ist wie eine Art Kanal oder Ventil, wo man da hineinfindet. Bruder Kostka hat hier den Zugang gefunden in der Passion Jesu. Zugang in das Leben im göttlichen Willen, ein reales Leben, das Leben des Erlösers, seine brennende Liebe, seine Leiden, sein wirkliches, also wo er die Seelen aus dem Abgrund der Sünde herausführt und dem Vater zuführt. Das ist ein wirkliches Geschehen. Bei Bruder Kostka war es hier das Leiden Jesu. Und bei Luisa Picareta, wenn wir schauen, war es auch das Leiden, die Passion. Sie hat die Stundenuhr gebetet. Sie folgte ihm fast rund um die Uhr in diesen Gebeten und auch in ihrem Miterfahren, Miterleben, Miterleiden. Bei ihr war es ja auch vor allem das Leiden und die Kreuzigung Jesu, wodurch sie den Zugang gefunden hat. Und wenn ich da jetzt eine Theorie aufstellen darf, ich glaube fast, dass es auch immer das Leiden ist.
das Leiden Jesu, seine Passion, sein kostbares Blut, wodurch wir hineingezogen werden in diese volle, lebendige, wirkliche, real erfahrene, erlebte Lebensgemeinschaft, Gemeinschaft des Leidens und Betens in der göttlichen Liebe. Ich glaube, es ist immer das Leiden Jesu, es ist immer das Kreuz. Das Kreuz steht im Mittelpunkt. Das Kreuz ist wie ein Schlüssel. Es verbindet den Himmel mit der Erde und es schließt für uns Sünder den Himmel auf und es öffnet uns den Zugang zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott. Jetzt wieder zurück zu Bruder Kostka. Es wurde einmal beobachtet, wie Bruder Kostka am Sonntag ungefähr eine halbe Stunde gesenkten Auges und ganz still bei der sechsten Station aushielt. Also eine ganze halbe Stunde ist er mit gesenkten Augen bei der sechsten Station stehen geblieben. Und das hat die Neugierde erweckt. Da haben sich dann sicher eben manche gefragt, was ist da los, was erlebt er da? Und auf die Frage, was er in dieser langen Zeit gemacht hat, gab er zur Antwort diesem Priester, dem er sich anvertraute. Beim Kreuzweg komme ich mehrfach in geistige Schauen. Also wiederholt beginnt er zu schauen. Oft, aber nicht immer, wird mir bei der sechsten Station das entstellte Antlitz und die überaus schmerzliche Schulterwunde des Herrn gezeigt. Vor großem Mitleid kann ich mich dann fast nicht trennen. Also das war der Grund. Das entstellte Angesicht und die Schulterwunde bei der sechsten Station. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo zum Kreuzweg, der sich ja vollzieht in diesen Abschnitten nach der Präfation, also von der Präfation bis zur Wandlung, in diesen Gebeten. Und da schaut Bruder Kostka eine riesige Kreuzprozession. Jesus ist ja allein auf Kalvaria gegangen. Aber in der geistigen Schau sieht Bruder Kostka dann alle Seelen, die ihm da nachfolgen. Die einen, die Guten, die das Kreuz willig tragen, die anderen, die es abschütteln wollen. Er sieht alle, die Heiligen und die Sünder. Und er schildert das ganz ausführlich. Und das passt auch zu den Kreuzwegstationen, die die Kreuzesjünger gehen müssen. Gott stellt nämlich das Kreuz auf den Lebensweg von einem jeden Menschen. Und am Kreuz scheiden sich die Geister. Das ist auch die Botschaft von Eisenberg. Dort heißt es auch sehr klar und oft, hier scheiden sich die Geister. Da wird das Gericht gehalten. Das ist, da. Und das ist nämlich auch, wie ich vorhin gesagt habe, die Guten, die Heiligen, die Guten, die Gerechten, die finden da den Weg zur Vereinigung mit ihrem Herrn. Also ich glaube wirklich, das ist real. Du findest in den göttlichen Willen hinein. Wenn du den göttlichen Willen wirklich ersehnst, dann ist das hier praktisch der Schlüssel, die Pforte. Oder eben nicht. Und deshalb ist hier das Gericht. Am Kreuz entscheidet sich diese Frage. Die Zeit vom Sanctus bis zur Wandlung, das wurde schon mehrmals gesagt, bei der Heiligen Messe fällt innerlich mit dem Kreuzweg Christi zusammen. Und dann sagt Bruder Kostka, am Karfreitag ging der gottmenschliche Dulder allein den harten, steilen Weg, den königlichen Weg des Kreuzes. In der Heiligen Messe sehe ich mit einem einzigen Blick einen unübersehbaren Pilgerzug von Kreuzesträgern im Gefolge des göttlichen Heilands. Nach den Worten unseres Meisters muss ja jeder Mensch das Kreuz tragen, entweder freiwillig oder gezwungen. Am Kreuz kommt niemand vorbei. Das hat einen direkten Zusammenhang eben auch mit den Botschaften von Eisenberg, die genau hier ihren Mittelpunkt haben und ihren Ausgangspunkt. Am Kreuz kommt niemand vorbei. Das Kreuz, der Kreuzweg ist ein Scheideweg. Der Kreuzweg wird notwendig ein Scheideweg, so sagt eben auch Bruder Kostka. Die Guten kommen durch die willige Annahme des Kreuzes auf den Weg des Heiles. Das ist genau das, wirklich die Unterscheidung. Da scheiden sich die Geister, da scheiden sich die Lebenswege, da scheiden sich die Wege in die Ewigkeit. Die einen haben die Ewigkeit bei Gott in seinem Reich, die anderen die Ewigkeit ohne Gott, fern von ihm, in der Hölle.
Am Kreuz scheidet sich alles. Also da ist für uns das Unterscheidungskriterium für Gott und für uns. Wohin gehen wir? Wohin werden wir einst kommen und unser ewiges Leben verbringen? Die Guten kommen durch die willige Annahme des Kreuzes auf den Weg des Heiles, auf den schmalen Pfad, der in die ewige Herrlichkeit führt. Die Bösen aber werden durch das Abwerfen des Kreuzes auf den breiten Weg des Verderbens gedrängt. Also alle, die das Kreuz zerbrechen wollen, die das Kreuz anspucken und verachten und hassen und bekämpfen, diese werden dadurch gedrängt, geschoben auf den breiten Weg des Verderbens. Das heißt, diesen Weg gehen viele. Es ist ein merkwürdiger Zug aller Stände, also von Reich bis Arm und Menschenklassen. Jede Klasse hat viele und mannigfaltige Abstufungen, die sich scharf unterscheiden, je nachdem sie dem Herrn näher oder ferner stehen. Das sieht man ja dann auch, die Heiligen, die in den Himmel schauen durften, haben auch dort diese Ordnungen gesehen, diese Gruppen ganz scharf voneinander getrennt, ganz sauber voneinander geordnet, ganz klar, da ist ja alles ganz klar. Und da steht jeder an seinem Platz, wo er eben in seinem Leben gestanden hat, wo er den Weg, den er im Leben gegangen ist. Und da bilden sich dann diese Gruppen heraus, eben die Heiligen oder die heiligen Jungfrauen und die heiligen Märtyrer und die heiligen Bekenner und mehr oder weniger heilig, das ist schon im Leben alles irgendwie geordnet und klar, könnte man das mit geistigem Auge sehen, mit dem Auge Gottes. Und Bruder Koska erwähnt zuerst die Schmerzensmutter. Sie geht im unmittelbaren Gefolge des gottmenschlichen Kreuzträgers. Sie hat nach ihrem Sohn das schwerste Kreuz getragen, und zwar mit aller nur denkbaren Hingabe. Mit aller nur denkbaren Hingabe, Unterwerfung und Geduld. Also wie ihr Sohn. Maria ist immer mit dem kreuztragenden Sohn vereint. Das ist auch ein schönes Wort. Sie ist immer mit ihrem kreuztragenden Sohn vereint. Von ihm empfängt sie wiederum den Kreuzessegen und leitet ihn auf alle ihre Kinder weiter. Also vom Kreuz geht der Segen aus. Wir segnen ja auch der Priester und die Laien. Wir segnen alle im Zeichen des Kreuzes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So segnen wir uns selbst und der Priester segnet auch, indem er das Kreuzzeichen auf den Gesegneten hin zumacht. Sie hilft ihren Kindern, die Mutter, und sie erleichtert durch ihr Beispiel, durch ihre Gebete die schwere Last. Mit ihrer Mutterliebe steht sie hilfreich zur Seite und unterstützt jene, die gefallen sind. Also sie hilft allen auf, die gefallen sind. Sie lässt niemanden liegen. Sie ist eine Mutter. Die Apostel und Apostelseelen sind als nächstes hier erwähnt. Der Schmerzensmutter schließen sich in jeder Kreuzprozession die Apostel und Apostelseelen an. Das Apostelamt ist für sie ein Ehrenamt, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe, zu der sie von Gott selbst berufen sind. Apostel kann niemand sein, der nicht gern, willig und mit Unterwerfung unter Gottes Willen das Kreuz auf sich nimmt. Er muss um des Namens Jesu Willen Schmach, Verkennung und Spott hinnehmen. Der Apostel muss Seelen retten, und das kann er nur durch die Gnadenkraft des Heiligen Geistes. Wer leiden kann, rettet Seelen. Tiefe Worte von Bruder Koska. Wer leiden kann, rettet Seelen. Das kann er nur im Heiligen Geist. Also die Gnadenkraft des Heiligen Geistes ist nicht bloß in der Theorie, die Glaubenswahrheiten zu kennen, sondern auch leiden zu können. Dann erst die Märtyrer. Also er führt so an, die Mutter Gottes, die Apostel und dann erst die Märtyrer. Und ich gehe auch in dieser Ordnung vor. Märtyrer des Blutes und der Liebe. Sie folgen den Aposteln. Die Märtyrer folgen den Aposteln, Märtyrer des Blutes und der Liebe. Durch die Märtyrer und Kreuzesleiden erschließen sich diese Helden einen wirklichen Strom von Gnaden und von Segen. Das heißt, diesen Strom können sie dann auch weiterleiten, schon auf Erden oder eben erst im Himmel, wenn sie den blutigen Tod gestorben sind, dann haben sie im Himmel einen gewaltigen Gnadenstrom zur Verfügung, den sie selber sich erschlossen haben und durch ihr Leiden weiterleiten können.
Gnade und Segen. Diese freiwillige innere Unterwerfung unter den Willen Gottes, also das ist es, was das auslöst. Diese bewirkt, dass die großmütigen Seelen wie Riesen auf den Weg des Kreuzes laufen und voraneilen, ohne zu ermüden. Also es ist der göttliche Wille, die freiwillige innere Unterwerfung unter den Willen Gottes bewirkt das, dass sie wie Riesen, also mit Riesenschritten, im Alten Testament heißt es ja auch bei Jesaja, es junge Männer laufen und sie werden nicht müde und sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt, sie bekommen Flügel, sie bilden Flügel wie Adler. Also sie sind gleichsam fast wie Laufende oder sogar Fliegende auf diesem Weg des Kreuzes. Wie Riesenschritte machen sie auf dem Weg voran, diese Märtyrer. Sie werden ungemein fruchtbar in der Rettung der unsterblichen Seelen. Denn das Blut der Märtyrer wird immer der Same für neue Christen. Das ist eine Weisheit, die Heiligen alle kennen. Viele haben sich nach dem blutigen Martyrium gesehnt und es nicht bekommen, zum Beispiel Theresia von Avila oder auch andere. Aber wer dieses Privileg, diese Berufung hat, der hat praktisch mit seinem Blut, das er vergießt, unzählige Samen zur Verfügung seines eigenen Blutes, das er aus Liebe zu Jesus vergossen hat, um Bekehrungen zu erobern unter den Sündern, unter den Heiden. Dann kommen die Freunde des Kreuzes, den Märtyrern des Blutes, also die sind besonders ausgezeichnet, die Mutter Gottes, die Apostel, dann die Märtyrer des Blutes und dann andere Gruppen, die ihr Kreuz täglich auf sich nehmen und dem Herrn folgen. Das sind dann verschiedene Gruppen. Das sind alles Leute, die doch das Kreuz annehmen und akzeptieren, aber mehr oder weniger großmütig und auf verschiedene Weise. Und ich sehe da, schreibt er oder sagt er, ich sehe da Personen, die eine Zeit lang das Kreuz tragen, aber plötzlich unwillig werden, ins Schwanken kommen, ja, fallen und am Kreuz irre werden. Manche stehen wieder auf, durch die Gnade gestärkt, durch Beispiele anderer ermutigt. Durch fromme Lesungen erkennen sie, was auf dem Spiel steht. Also sie lesen geistliche Schriften, sie lesen die Heilige Schrift, sie lesen den Katechismus, sie lesen fromme Bücher, gute Bücher. Und das spornt sie an und stärkt sie und richtet sie wieder auf. Andere werden oft erst in letzter Stunde durch schwere Krankheiten gerettet. Gott muss da bisweilen den letzten Funken eines ehemaligen guten Willens benutzen, sie zur Übernahme des Kreuzes förmlich drängen und umstimmen. Also daher oft auch oder manchmal auch schwere Krankheiten, die zum Tod führen. Und da sieht man auch die große Gnade der Beharrlichkeit. Papst Pius X. Und andere heilige Päpste, andere Heilige haben überhaupt darum gebetet, um diese große Gnade der Beharrlichkeit bis ans Ende. Denn viele fangen gut an, aber viele werden lau, schmeißen alles hin und nur wenige bleiben stark und standhaft bis ans Ende. Deshalb ist es auch wirklich eine große Weisheit, um diese Gnade zu bitten. Bei Luisa Picaretta kommt das ja auch oft vor, die Gnade der Ausdauer, der Beharrlichkeit. Darauf kommt alles an, ausdauernd zu bleiben. Und das Kreuz zu tragen und das Kreuz auch eines christlichen Lebens, es ist ja für solche, die Christus nicht kennen, oft unbegreiflich und auch nicht nachvollziehbar, dass ein Mensch so leben kann. Das erscheint ihnen einfach auch unattraktiv oder auch bewundernswert, weil sie es selber gar nicht schaffen. Sie stehen davor und schauen das an, rätselnd, fragend, staunend oder auch spottend, weil sie es einfach nicht begreifen können. Und zu diesem Leben braucht man wirklich auch eine besondere Gnade, die der Beharrlichkeit. Und es ist sicher oft so, dass man vielleicht einmal die Gnade hat, sich zu bekehren und dann einen guten Anfang zu machen oder man wächst so auf, aber dann wird man lau, weil es einem doch irgendwie lästig wird, dieses Kreuz. Und so macht Gott dann wirft er den großen Rettungsanker aus zum Schluss und lässt einen Menschen sehr schwer krank werden, um dieses Fünklein, das er noch im Herzen sieht, des guten Willens, wieder anzufachen.
Ohne die übergroße Barmherzigkeit Gottes wären sie auf immer verloren. Also ist eine schwere Krankheit dann die übergroße Barmherzigkeit Gottes, um diese Seele doch noch herauszufischen aus dem Meer der Welt und zurückzuholen ans Ufer, ins Boot, in das Schiff Petri. Und zuletzt die Feinde des Kreuzes. Ich sehe auch, wie die Feinde des Kreuzes im Zorn unwillig werden, Ärgernis am Kreuz nehmen, es fluchend von sich stoßen. Dadurch werden sie auf die breite Straße des Verderbens gestoßen und gehen zugrunde. Das Fortstoßen, das Wegstoßen des Kreuzes stößt die Seele auf den Weg des Verderbens. Sie stößt sich damit selber auf diesen Weg des Verderbens. Und merkwürdig, sagt er, oft können sie das Kreuz trotz allen Widerstrebens nicht abschütteln. Oder aber sie werfen das Kreuz fort und laden ein anderes, viel schwereres auf sich. Also sie schmeißen ein Kreuz fort und laden sich damit ein noch viel größeres auf. Am Kreuz kommen auch sie nicht vorbei. Am traurigsten ist das furchtbare Schauspiel, wie die Kirchenfeinde das Kreuz behandeln. Immerfort nehmen sie Ärgernis am Kreuz Christi. In maßloser Verstimmung werfen sie das Kreuz gegen den Felsen Petri. Also direkt die Kirchenfeinde, sie werfen das Kreuz gegen das Petrusamt, also direkt gegen die Führung der Kirche. Aber regelmäßig zerschmettern sie nur sich selbst. Also sie schlagen das Kreuz gegen die Kirche, sie wettern gegen die Kirche, sie bekämpfen die Kirche, aber damit schlagen sie letztlich nur sich selber, sie treffen nur sich selber. Es heißt ja auch der Eckstein, wer selig, wer keinen Anstoß nimmt. Und wer Anstoß nimmt und sich an ihm stößt, auf den wird dieser Stein fallen und wird ihn zermalmen. Also wenn ich ausstoße und ausschlage gegen Gott, dann ist er wie ein Fels, der mich dann am Ende zermalmt. Und Bruder Koska sagt, das Kreuz, das der Herr tief in die Fundamente der Heilsordnung eingesenkt hat, können sie nicht abtun. Das Kreuz ist in den Fundamenten der Heilsordnung. Da kommt niemand vorbei. Wie wir gehört haben, es ist ja gerade der Schlüssel. Es ist das Instrument der Scheidung. Und es zwingt zur Entscheidung. Das wollte ich auch sagen. Das Kreuz zwingt uns zur Entscheidung. Und da ist jeder von uns genötigt, sein Ja zu sprechen oder er spricht sein Nein aus. Aber neutral kann niemand daran sich vorbeischummeln. Und dann die Gebete aus der überlieferten Heiligen Messe und was da passiert. Das erste Kanongebet beginnt mit den Worten Te Igitur, dich gütigster Vater. Die Kirche fleht, dass der mildeste Vater durch Christus die Geschenke und die makellosen Opfergaben annehmen und segnen wolle. Zugunsten der heiligen katholischen Kirche, damit sie in Einheit erstarke und regiert werde. Das sind die Worte alles von Bruder Kostka. Ein ungemeiner hebender Blick ist es für mich, zu sehen und wahrzunehmen, wie sich das göttliche Herz des Opferlammes gleichsam erweitert, um gerade in diesem Augenblick alle an sich zu ziehen. Der Mittler zwischen Gott und den Menschen möchte alle Herzen in sich aufnehmen. Er will Gnaden austeilen und die geeinten Herzen Gott Vater vorstellen. Das sieht Bruder Koska in diesem ersten Gebet des Kanons nach dem Sanctus. Am meisten ergießt der ewige Hohepriester seine Liebe in jene Herzen, die ihm Seelen zuführen und durch ihre persönlichen Leiden retten helfen. Eben dadurch wächst und mehrt sich die Kirche, das Reich Gottes auf Erden. Also die Kirche ist das Reich Gottes auf Erden. Zwischen dem Herzen Jesu und den tätigen Apostelseelen entsteht eine innige Verbundenheit. Das sieht er bei diesem Gebet. Diese Seelen treibt der Herr beständig zum heiligen Eifer an. Er teilt ihnen seinen Durst nach unsterblichen Seelen mit. Es folgt dann das Memento der Lebenden, das Gedenken für die Lebenden. Und da werden die Christgläubigen, die im königlichen Priestertum mit Christus und dem Zelebranten ihre Gaben darbringen, für sich selbst und für jene, die sie im Gebet unterstützen wollen, eingeschlossen. Also da geht es um die Lebenden, die praktizierenden Christen, die am Priestertum Jesu teilnehmen und sich selbst aufopfern
mit dem Priester, durch den Priester. Und alle, die das heilige Messopfer aufopfern, all diese empfiehlt die Kirche der Gnade des Herrn. Also da betet die Kirche besonders für die Lebenden, die sich im Reich Gottes einsetzen. Und da macht Bruder Koska Folgendes, dass er in die heiligen Wunden Jesu diese Seelen empfiehlt, ohne mündliche Gebete vorzutragen, und zwar den Heiligen Vater und seine Anliegen und die Anliegen der Gesamtkirche. Aber er betet nicht mündlich, er formt jetzt nicht Gedanken, dazu hat er gar nicht die Zeit, gar nicht die Gelegenheit. Aber er tut es, also ohne mündliche, er macht wahrscheinlich eine Gesinnung, dass er in einem einfachen Gedanken jetzt den Papst und die ganze Kirche in die heiligen Wunden Jesu hineinlegt. Nirgendwo sind die Anliegen, so sagt er, so gut und wirksam niedergelegt als in den heiligen Wunden Jesu. Und das macht er genau hier beim Memento der Lebenden. Also in die Wunden Jesu legt er alles hinein, die Nöte, die Anliegen der Kirche. In ihnen und durch sie muss das Gute gewirkt werden, sagt er. In ihnen heilen die Wunden und wird die Not gelindert. Also Jesus hat sich ja verwunden lassen, um unsere Wunden zu heilen. In die heilige Wunde der Seite empfehle ich auch all jene, die durch die gut mit Gott sein wollten oder wollen. Das sind jene, die guten Willens sind. In die heilige Seitenwunde empfiehlt Bruder Koska also alle Seelen, die guten Willens sind. Und er macht auch die Meinung, es möchten doch recht viele sein. Also er macht schon sich Gedanken, aber er spricht nicht laut. Er macht keine mündlichen Gebete, er spricht nicht mit der Zunge, sondern im Geiste spricht er mit Gott auf diese Weise. Er legt die Seelen, die Kirche in die Wunden Jesu, die guten Seelen legt er in die Herzwunde Jesu und er bittet noch dazu, dass es recht viele sein mögen. In diese Wunde lege ich auch mich selbst, damit ich ein demütiger und gottliebender Bruder sei und bleibe, der Geringste im Haus. So hat er sich selber gesehen. Also er hat sich selber auch in die Herzwunde Jesu empfohlen. Und dann kommt das Kanongebet Communicantes, wo sich praktisch der Priester und die Gemeinschaft der Mitfeiernden mit der triumphierenden Kirche verbindet. Zuerst mit der Mutter Gottes, dann mit den Aposteln. Und man erfleht, die Kirche erfleht durch dieses Gebet Schutz, Hilfe und Fürbitte, durch das sogenannte Communicantes, die Vereinigung mit der Gemeinschaft des Himmels. Und dann sagt Bruder Koska, die Mutter des Herrn sehe ich beim heiligen Messopfer in fortwährender mütterlicher Liebe tätig und gegenwärtig. Ihr übergebe ich mein ganzes Beten und Opfern. Meine Verbindung mit ihr, mit der himmlischen Mutter, ist so innig, dass ich es kaum schildern kann, sagt er. Mit meiner leiblichen Mutter war ich auch recht eng verbunden, aber nicht so innig wie mit der himmlischen Mutter. Diese geistige Verbundenheit mit der hohen Frau hält den ganzen Tag über an. Also er war innerlich den ganzen Tag mit ihr verbunden und irgendwie sie war ihm gegenwärtig. Alles lege ich in ihre Hände, damit sie die Fehler korrigiert, also seine ganze Küchenarbeit oder später dann im Laden der Andachtsgegenstände. Damit sie die Fehler korrigiert, lege ich alles in ihre Hände, dass sie das Schadhafte ersetzt, von ihrem Schatz hinzufügt, was dem menschlichen Wirken abgeht, also damit sie alles ausbessert und ergänzt und verschönert und veredelt. Der Anbetungsdienst und die Huldigung der Heiligen Kirche ist beim Messopfer vollkommen. Das ist sonst nirgendwo möglich. Aber in der Heiligen Messe ist die Anbetung und die Verherrlichung Gottes vollkommen. Ist nur bei der Heiligen Messe möglich. Denn das menschgewordene Wort ist in jenen Augenblicken in höchster Liebe tätig, in Anbetung, Sühne, Danksagung. Also es ist Christus selber, der menschgewordene Sohn Gottes, der den Vater verherrlicht in seiner Vollkommenheit, seiner vollkommenen Liebe und Sühne. Die ganze triumphierende Kirche feiert zusammen mit dem Zelebranten das Messopfer. Das ist beim Kommunikantes. Da vereinigt sich die ganze triumphierende Kirche mit dem Zelebranten. Das ist
während des ganzen Messopfers, aber hier wird das angesprochen und direkt ausgesprochen. Durch das Zusammenwirken und Ineinandergreifen des himmlischen und des irdischen Dienstes, besonders durch den Beistand der Engel, wird der Dienst der Kirche, also gerade in der Heiligen Messe, so vollkommen und erhaben, dass Gott Vater sein Wohlgefallen daran hat. Also erst kann man sagen, durch das Zusammenwirken, das Ineinandergreifen von den himmlischen Heeren mit den irdischen Aposteln oder Priestern und Gläubigen, also von Himmel und Erde zusammen, wird das, der Dienst der Kirche erst so vollkommen, dass es Gott Vater überhaupt gefallen kann. Also wenn der Priester, sagen wir jetzt einfach einmal so klar, wenn der Priester und die Gläubigen allein dastehen würden und die Heilige Messe feiern würden, ohne Beteiligung des Himmels, dann würde das dem Gott Vater gar nicht so gefallen. Es würde ihm nicht so gefallen. Es ist zwar das Opfer Jesu Christi, aber der irische Teil, ihm fehlt der Beistand des Himmels und da fehlt etwas ganz Entscheidendes. Deshalb ist dieses Kommunikantes ein ganz wesentlicher Teil, dieses Gebet in der überlieferten Messe, wo sich der Priester und die Gemeinschaft der Mitfeiernden ausdrücklich mit dem Himmel verbinden und dieser himmlischen Huldigung. Das macht es erst wohlgefällig für Gott. Der Beistand der himmlischen Heerscharen, das ist noch zum Abschluss, wie Bruder Koska das sieht und das versteht. Das ist auch hochinteressant. Man hat wohl kaum Gelegenheit, das anderswo so zu sehen und zu lesen wie hier. Das heilige Messopfer ist Kraft göttlicher Einrichtung schon in sich ein allvermögendes Gebet. Also das heilige Messopfer ist in sich schon ein vollkommenes Gebet, ein vollkommenes Opfer. Also ich möchte hier eben keine Irrtümer verbreiten, so als ob die Messe in sich unvollkommen und unvollständig wäre und Gott nicht gefallen könnte, wenn die Engel nicht dabei wären. So ist das von Bruder Koska nicht verstanden, denn das Messopfer ist in sich vollkommen. Während der Feier der heiligen Geheimnisse ist der Thron der Gnade allen zugänglich, die guten Willens mit Vertrauen hinzutreten. Segensquellen sprudeln. Die lebendigen Wasser der Gnade rauschen in starken Strömen und wollen ausgeschöpft sein. Also die Gnadenströme sind so stark und sie wollen auch ausgeschöpft werden bei der Heiligen Messe. Der Menschengeist kann selbst bei der Erleuchtung von oben diese abgrundtiefen Geheimnisse nicht ergründen. Er kann nur staunend anbeten und danken. Also man kann das gar nicht ausschöpfen, man kann das gar nicht fassen. Nun hat der gute Gott den Gläubigen beim heiligen Messopfer noch andere mächtige Helfer bestellt, nämlich die Schutzengel und die himmlischen Heerscharen. Und da wird das jetzt besser erklärt, was ich vorhin etwas holprig gesagt habe und hoffentlich nicht missverständlich. Durch den Beistand der Engel wird das vollkommene Messopfer noch wirksamer. Darum geht es. Es wird nicht aufgewertet in dem Sinn, weil es ja vollkommen ist. Aber für die feiernden Menschen auf Erden, die es darbringen, das Opfer, wird das Opfer noch wirksamer durch die Beteiligung des Himmels. So ist das gedacht. Durch ihre Vermittlung, Hilfe und Beistand, also durch die Engel, wird das Sakrament eben noch wirksamer für die ihnen anvertrauten Schutzbefohlenen. Im Verein mit den Engeln wird der Gottesdienst vollkommener gestaltet und vieles wird ersetzt, was die Menschen aus sich nicht zustande bringen. Also aus sich heraus, was wir nicht zustande bringen, das ersetzen die Engel bei der Heiligen Messe. Darum ist ihre Anwesenheit so wichtig und so wertvoll. Und dann sieht Bruder Koska die Schutzengel der ganzen Kirche und einzelner Länder. Er sagt hier, nach dem Sanctus sehe ich die Schutzengel der ganzen heiligen Kirche in reger oder starker Tätigkeit dabei stehen, an ihrer Spitze den heiligen Erzengel Michael. Auch die Schutzengel einzelner Länder und Staaten treten wirksam auf und bringen die Anliegen und geistigen Interessen jener Reiche vor das Angesicht Gottes.
die ihnen von Gott in seiner Fürsorge zugewiesen sind. Also der Engel Portugals, der Engel Deutschlands, der Engel Ungarns, der Engel Österreichs und so weiter. Die Engel einzelner Länder und Reiche treten hier vor und bringen ihre Anliegen unter Gott, Gott unter die Augen sozusagen. Sie bringen das dar. Der Gottesdienst und die Huldigung der streitenden Kirche ist vollkommen. Also hier wird das noch einmal gesagt, die Huldigung der streitenden Kirche ist vollkommen in sich. Da muss man nicht erst jetzt warten, bis der Himmel kommt und sich da mitbeteiligt und dann wäre es erst vollkommen. So ist es also eindeutig nicht zu verstehen. Der Gottesdienst, das heilige Messopfer von der streitenden Kirche ist von sich aus schon vollkommen. Und dann erklärt Bruder Koska, das sind jetzt wirklich hohe theologische Wahrheiten. Zunächst deshalb, weil das menschgewordene Wort alle Ehre und Anbetung dem Allerhöchsten selbst erweist. Es ist ja Christus, Jesus Christus, der ewige Hohepriester selber, der das Opfer der Heiligen Messe darbringt. Deshalb kann diesem Opfer auch nichts fehlen. Und dieser Gottesdienst ist auch vollkommen, weil die Engel, diese dienenden Geister, ein Wort aus dem Hebräerbrief, vom Himmel über den Menschensohn auf- und niedersteigen und die hochheiligen Geheimnisse der heiligen Messe zusammen mit der streitenden Kirche feiern. Also interessant, diese Formulierung, dadurch, dass der ewige Hohepriester selber das Opfer darbringt, ist es vollkommen, die heilige Messe. Aber auch durch die Mitwirkung der heiligen Engel, da sie über den Menschensohn auf- und niedersteigen und gemeinsam die heilige Messe mit der streitenden Kirche mitfeiern. Durch das Zusammengreifen der Triumphierenden und der streitenden Kirche, geschaht um den hohen Priester, also um Christus, wird das heilige Messopfer ein Geschehen, das in seiner Erhabenheit den gläubigen Sinn zum höchsten Staunen hinreißt und gebannt hält. Also der Hohepriester steht in der Mitte, aber es verbindet sich dann die triumphierende Kirche, also der Himmel, die heiligen Engel, mit der Kirche auf Erden, mit der streitenden Kirche. Und das macht das Ganze noch erhabener. Und dann sagt er, ich sehe, wie der persönliche Schutzengel des zelebrierenden Priesters in einer Art Levitenkleidung und stets zu seiner Linken ihm beisteht. Seine Aufgabe ist es, die Mängel des Priesters während der heiligen Messe zu ersetzen, sei es, dass die Fehler aus menschlicher Schwäche oder Nachlässigkeit begangen werden. Also es wird etwas ausgelassen zum Beispiel. Er umgibt seinen Schützling mit einer rührenden Sorgfalt. Ja, er trägt ihn gewissermaßen auf den Händen. Er macht ihm überall Platz, flößt ihm gute Gedanken ein, damit die Opferhandlung Gott wohlgefällig wird. Also, dass der Priester nicht irgendwelche gottmissfälligen Gedanken haben möge während des Opfers. Weil er sieht, wie der ewige Hohepriester in dem zelebrierenden Priester tätig ist. Also in dem Priester, der da am Altar steht, ist Christus tätig. Das sieht auch der Engel. Bruder Koska darf das schauen, aber auch der Engel sieht das. So schätzt er den heiligen Dienst und die priesterliche Würde anders ein als die gewöhnlichen Christen. Er sieht eben, dass der Priester buchstäblich und wirklich in persona Christi handelt. Dass Jesus Christus, der ewige Hohepriester, wirklich und wesenhaft gegenwärtig ist und in dem Priester handelt. Das sieht der Engel. Daher auch seine Hochschätzung des geweihten Priestertums. Die beste Mutter kann ihr Kind nicht so zuvorkommend bedienen, wie es der hilfreiche Schutzengel seinem Schützling gegenüber tut. Und eben gerade beim heiligen Messopfer der Schutzengel eines zelebrierenden Priesters. Das ist wirklich erhebend. Dem persönlichen Schutzengel des Zelebranten obliegt auch die Aufgabe, selbst kleinste Partikel der heiligen Substanz nicht verunehren zu lassen. Er sammelt daher sofort die Teilchen und bringt sie bisweilen, wenn es so der Wille Gottes ist, einer kranken Seele, die sich nach der Kommunion sehnt, sie aber nicht wirklich empfangen kann. Also das ist wirklich berührend und erhebend und bestärkend.
Und etwas, das uns in uns eigentlich die Liebe zum heiligen Messopfer, die Liebe zu Jesus, zu seiner Passion, zum Kreuz, nur anfachen kann. Die Heilige Schrift berichtet diese Einzelheiten, die da hier eigentlich vor dem Auge von Bruder Koska sich vollziehen. Simon von Cyrene wird gezwungen, dem Herrn das Kreuz nachzutragen. Das geschieht hier vom ersten Kanongebet bis zur Wandlung, unmittelbar vor der Wandlung. Und dann die Worte Christi zu den weinenden Frauen: Weint nicht über mich, sondern über euch und eure Kinder. Lukas 23. Und dann die Mitführung von zwei Verbrechern, die ebenfalls zum Kreuzestod verurteilt sind. Lukas 23. Und zum Schluss noch erwähnt Bruder Kostka die Schutzengel der Gläubigen, was diese tun. Wir haben jetzt gehört, was der Schutzengel des zelebrierenden Priesters macht. Und jetzt noch die Schutzengel der Gläubigen. Sie übernehmen die Aufgabe, ihre Schutzbefohlenen zur heiligen Messe aufzumuntern und ihnen Sammlung einzuflößen. Das tun sie bei uns Laien. Nichts tun die Engel lieber, als ihren Schützlingen das Geleit zur Feier der heiligen Messe zu geben. Ob jetzt mit dem Auto oder zu Fuß oder mit der Straßenbahn, die Schutzengel geleiten ihre Schützlinge zur heiligen Messe. Welche Freude empfinden sie, wenn ihre Anregungen gut aufgenommen werden? Oft müssen die Engel die Mängel der Gläubigen ersetzen. Bei vielen fehlt der lebendige Glaube. Oft genügt ihnen der schlechteste Grund, um der heiligen Messe fernzubleiben. Leute, die mit einer solchen Gesinnung zum heiligen Opfer kommen und alles ganz gleichgültig hinnehmen, ja, Rücksichtslosigkeit an den Tag legen, diese erhalten wenig oder sogar gar keine Gnade. Wenn jemand so gleichgültig und lau und mit Desinteresse an der Messe teilnimmt, also wirklich nur diese körperliche Anwesenheit aufzuweisen hat, diese empfangen wenig oder gar keine Gnade, so Bruder Kostka. Rührend ist es zu sehen, wie die Engel bei der heiligen Messe die Anliegen und Bittgebete der Gläubigen der heiligen Dreifaltigkeit vorbringen und in hilfsbereiter Liebe aufopfern. Also wenn wir teilnehmen an der Messe und uns von Herzen unsere Bitten flehentlich, innig, besorgt, ja, liebevoll, wenn wir sie aussprechen innerlich und Gott vorbringen. Diese Anliegen bringen die Engel vor Gottes Thron. Liebevoll und eifrig. Könnten die Menschen doch nur einmal dieses erhabene Geschehen der heiligen Messe mit ansehen. Also Bruder Koska würde das uns allen wünschen, dass wir das mit anschauen könnten. Sie würden bestimmt die heilige Messe sehr hoch einschätzen und kaum eine versäumen. Also da würde sich kaum jemand, würde es gar nicht in den Sinn kommen, jemanden eine Messe leichtfertig zu versäumen. Jedoch, die irdischen Güter gelten mehr und die Gnadenwerte bleiben verkannt und kaum begehrenswert. Wie schade ist das. Er, der das gesehen hat, er weiß es wohl. Ist ein Mensch auf die Abwege der Sünde gekommen, so ist der Schutzengel ungemein tätig. Also wenn jemand auf dem Weg der Sünde ist, dann ist der Schutzengel ungemein aktiv, allerdings sehr traurig und in tiefer Besorgnis. Also da sieht man, wie die Engel uns wirklich lieben und Anteil nehmen in einer mütterlichen, väterlichen Sorge. Wir sind wirklich wie ihre Kinder, ihre Schützlinge, ihre Kleinen, um die herum sie sich da ständig aufhalten und alles versuchen, den Kleinen zu ihrem Schutz beizutragen, zu ihrer Besserung, zu ihrer Ermutigung, zu ihrer Stärkung und so weiter. Also wirklich, wie gute Eltern es tun und noch mehr. Und er sagt weiter, wenn sich aber ein Sünder bekehrt und sich durch die Frucht des heiligen Opfers zu Gott wendet, hat nicht nur der persönliche Schutzengel, sondern auch der ganze Chor der umstehenden Engel große Freude. Also nicht nur der einzelne Schutzengel freut sich, sondern die anderen, die in seiner Nähe stehen, sein ganzer Chor freut sich mit ihm sogar sehr. Wenn ein verlorener Sohn zum himmlischen Vater zurückkehrt, seine Schuld bekennt, findet immer ein Versöhnungsfest statt.
bei dem die heiligen Engel ihren Freudengesang anstimmen. Wir kennen das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater hat ihn schon von Weitem mit ausgebreiteten Armen erwartet und hat sofort seinen Knechten aufgetragen, das Kalb zu schlachten, ein Fest zu feiern. Denn der verlorene Sohn ist wieder heimgekehrt und wieder gefunden worden. Und die Engel selber werden vom Besten aller Väter selbst eingeladen. Also Gottvater lädt die Engel ein zu diesem Fest, zu diesem Versöhnungsfest, wenn ein verlorener Sünder umkehrt und heimkehrt zum Vater. Wenn er spricht, freut euch mit mir, denn dieser, mein Sohn, war verloren und ist wiedergefunden worden. Und diese Erlebnisse, diese Schauungen, diese Betrachtungen gehen bis zu den Ereignissen, wo Jesus mit lauter Stimme ausgerufen hat. Er stieß einen lauten Schrei aus. Das lesen wir bei Matthäus 27, 50 bzw. Markus 15, 37. Er rief mit lauter Stimme. Er stieß einen lauten Schrei aus. Und dann heißt es ja, er neigte sein Haupt und gab seinen Geist auf. Johannes 19, 30. Er gab den Heiligen Geist zurück an den Vater. Er hauchte den Geist aus, heißt es ja auch, bis in diesen Augenblick. Und das nächste Video, da geht es dann direkt um die heilige Wandlung. Das ist der Moment des Todes Jesu. Und was da dann geschieht, das ist auch wunderbar. Dann werden wir eintreten in die Ereignisse der Auferstehung. Gelobt sei Jesus Christus und seine heiligste Mutter.